ihr euch denken, wo wir sind. So ein bisschen, das ist ja so ein bisschen typisch Berlin. Wir sind am Brandenburger Tor. Da ist es. Das Brandenburger Tor. Das sieht in echt ganz anders aus als immer so in Gedanken. So, wir gehen jetzt in einen großen Tiergarten, glaube ich, heißt es. Großer Tiergarten Berlin. Hier wurde das Berlin zugeklebt. Ja, so sieht das hier aus. Nee, da wollen wir nicht mehr. Ich weiß. Aber hier Happy Musik einblenden. Ich spreche gerade mit dir, wenn du das schneidest. Da sollst du Happy Musik einblenden. Happy was? Musik! Also, Luise, falls du das siehst, hier geht's zu deiner Insel. So, hier hat er eine. Und es sieht voll süß aus. Aber da bleiben wir jetzt gerade 20 Stunden drauf, oder? Nee. Ich glaube, meine nächste Position wird dieses Teil hier sein. Lass ich das jetzt zeigen. Meine Hose klebt. Da war gerade so ein süßes Baby. Das hat alles selber gemacht. Und ich glaube, die ist ein bisschen kleiner als normale Kinder in dem Alter. Nein, Rudi war voll süß. Also Berlin, euer Tiergarten. Lame. Übelst lame. Also, ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer lame. Okay, ich nehme es zurück. Die Brücke ist cool. I like. Aber ansonsten war der Park bis jetzt halt lame. Ah, der Rosengarten. Vielleicht wird es ja doch noch ein bisschen spannend. Wir müssen zurückrudern. Der Rosengarten hier im Tiergarten ist very, very, very beautiful. It is beautiful. Also unser Weg zu der Siegessäule, also darauf und ja. Es hat jetzt niemand gemerkt und ich so, ja Papa, da dann geht's, aber okay. Natürlich, wir gehen jetzt unter Erde. Oh mein Gott, wo bin ich? Oh, jetzt bin ich weg. Da bin ich! Ich winke, wie man schwer erkennen kann. Das ist cool. Also die Tunnel-Idee war echt cool. Papa, geh mal kurz aus dem Bild weg. Hier
hier die Walhalla, da waren wir auch schon. So, dann geht's weiter. Hier so ein Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ist es. Dann hier der schiefe Turm von Pisa. Hier der Parthenon-Tempel auf der Akropolis in Athen. Das, so ist es. Okay. Da waren wir ja auch schon oben, ne? Ja, da waren wir auch schon. Das ist. Der Kölner Dom. Der Kölner Dom? Nee, ist es nicht. Nee. Ist egal, ich schneide mal raus. Ja. Hier das Kolosseum, da war das, war das größte Amphitheater in Rom und da waren Gladiatorenspiele, was man hier nochmal sehen kann. Und da unten, da war so offen und da sind immer die Tiere rausgekommen und da haben sie anscheinend auch Schlachten nachgestellt. Und jetzt kommen Sachen, die wir alle in unserer nächsten Reise sehen werden. Also hier der Big Ben, der ist so groß wie ich. Das Hotel, das kann man uns dann auch sehen. Zum Triumphbogen gehen wir dann, zum Notre Dame. Es gibt einen Film, den gucke ich immer an. Kölner von, Glöckner von Notre Dame. Und was ganz, ganz Großes, wo wir auch hingehen werden, ist der Eiffelturm. Und das Atomium in Brüssel werden wir uns auch anschauen. Ja. Jetzt verschaffen wir uns einen kleinen Ausblick von der Siegessäule vor zum Brandenburger Tor und in die andere Seite. Schauen wir mal, was man von hier oben alles sehen kann. Da gehen wir dann raus. Erst geht's ganz nach oben. Und wer die Videos der Johnsons verfolgt, weiß ganz genau, wenn es einen Turm gibt oder irgendwas mit Treppen, wo es nach oben geht, wir gehen immer bis ganz nach oben. Natürlich. Die hört uns auch gar nicht. Ruf sie mal an. Wo ist sie denn? Da unten. Halt mal kurz, ich sehe sie nicht. Wo? Warte. Da. Ich sehe sie nicht. Die lehnt sich gerade nach hinten. Ich sehe sie nicht. Da ist einer mit einem blauen T-Shirt. Sehen Sie dich hier an, wenn Sie das sehen. Oha, das ist voll schwer hier. Ich hab nicht mitgezählt. 3. 10. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. 11. 12. 12. 12,5. Polizei. Krasse Busse, ne? Ja. Ich liebe ja solche Brunnen, ne? Egal was. Oh. Das ist ja voll schön. Ich weiß nicht, aber ich finde es irgendwie cool. Allein der Weg hier zum Go-Kart. Alter, was ganz was anderes. Was ganz was anderes als überall anders. Alter Schwede. Und wir sind da. Wir sind tatsächlich da. Alter, schaut das hier nice aus. Ein schön räudiger Aufzug. I love it. I already love it, even though I haven't been in it yet. That's so beautiful. It looks so beautiful.
WCs, Toiletten, brauchen wir nicht. Wir wollen Kart fahren, Digga. Digga! Hey, Digga! Wir wollen Kart fahren, Digga! Okay. Looks beautiful to me. Okay, nice. Servus. Servus. Alright, alright, alright! Oh, schön groß. I like. Oh, 1,32er Best Lap. Oh, 1,17. I like it. Ciao. Jo, danke, schönes Wochenende. Super, super Strecke. Ciao.
Mega geile Rennstrecke hier, da drinnen ist sie irgendwo da oben. War echt fett, 750 Meter lang, also das heißt für alle, die nach Berlin kommen, sucht euch Kart Berlin heißt es, 750 Meter, längste Strecke in Berlin. Mega gut, lohnt sich auf jeden Fall. Das Grip-Niveau ist zwar nicht ganz so hoch wie auf anderen Kartbahnen, die ich gefahren bin, aber völlig wurscht, mega gut. Mega, mega, mega gut. Berlin, Neukölln, I'll be back. Salto? Nochmal vorwärts. No, schaffe ich mit einer Hand nicht. Ich muss euch kurz seitlich nehmen. Das sieht man zwar nicht so gut, aber geht schon. Erinnert mich irgendwie an Flickflack. Ich hab nur Handcreme dabei. So, das Ende unseres Wochenendes. Gehen wir nochmal schön frühstücken. Hier? Für die anderen gibt es jetzt nichts mehr, oder? Wir machen hier Schluss mit dem Video, ne? Ja. Wir machen Schluss mit dem Video. Aber wir wollten noch sagen, wir haben uns, ihr habt ja jetzt alles gesehen, wir waren ein bisschen Go-Karten, haben uns Berlin angeschaut und so weiter, Siegessäule, haben die ganzen Duggarettes im Duggy-Shop gesehen, da gab es auch coole Duggy-Letten und als kleinen Abschluss, wir sagen Servus, wenn euch das gefallen hat, abonniert, schreibt, bla blub, ihr kennt ja das ganze YouTube-Geschmarri, feiert uns, das wäre das Allercoolste und ein was noch. Und wir wollten ja noch ein was sagen, weil wir es so geil fanden. Teach me how to duggy. Teach me how to duggy. Teach me how to duggy. Sass! Tschüss!